Die Geschehnisse rund um den Short-Squeeze bei GameStop, die entwickeln eine unglaubliche Eigendynamik. Nun kommt sogar der Shootingstar unter den Brokern in den USA, Robinhood, in ernste finanzielle Schwierigkeiten, obwohl die ja eigentlich von der Zockerei profitieren müssten. Was dahinter steht, meine eigenen Erfahrungen mit dem Handel von GameStop-Aktien in dieser Woche, die nicht gerade gut waren, und wie das Ganze meiner Meinung nach enden könnte, das alles erfahrt ihr in diesem Video. Bis gleich. Seid gegrüßt, liebe Börsianer, willkommen auf meinem Aktienkanal. Ich ziehe jetzt nochmal ein Video über GameStop vor. Die Entwicklungen sind so überwältigend. Ich habe ja im letzten Video am Mittwoch bereits über diesen unfassbaren Kursanstieg bei der GameStop-Aktie berichtet und wie so etwas überhaupt möglich ist, erklärt. Ich verlinke euch das Video nochmal unten in der Beschreibung für diejenigen, die die Story noch nicht kennen. Für alle anderen, absolut faszinierend, wie eng die verschiedenen Bereiche miteinander verwoben sind an der Börse und wie schnell eine bestimmte Thematik, wie aktuell jetzt dieser Aufstand der Kleinanleger gegen die bösen Hedgefonds, quasi wie ein Schneeball in den Berg runterrollt, immer omnipräsenter wird, immer größer wird. Das heißt, auf einmal spricht dann jeder drüber. Und auf einmal scheint auch fast jeder mitzumachen und die GameStop-Aktie kaufen zu wollen. Und dass das Gefahren mit sich bringt, ist eigentlich klar. Logisch, die meisten von uns, ich auch, ich hege Sympathie für die Kleinen, die es diesen bösen Hedgefonds in Anführungszeichen mal richtig zeigen möchten und den Spieß mal umdrehen möchten. Aber die GameStop-Geschichte, die zeigt einfach auch, wie schnell das System an sich an seine Grenzen kommt. Also nicht das Finanzsystem als Ganzes jetzt, sondern die Handelssysteme, über die der gesamte Aktienhandel abgewickelt wird. Ich habe in der Woche mit kleinem Geld ein bisschen mitgezockt bei GameStop und meine Erfahrungen, die waren durchaus beängstigend. Denn am Mittwoch, als dieser Short Squeeze in vollem Gange war, war eigentlich über mehrere Stunden ein geregelter Handel mit der Aktie überhaupt nicht mehr möglich. Ich habe da eine Order eingegeben ins System, die ging überhaupt nicht durch. Da hieß es, Order wurde übermittelt, aber es gibt keine Bestätigung für eine Ausführung. Das heißt, als Trader wusste ich gar nicht, welche Position habe ich eigentlich. Ja? Ist die Transaktion ausgeführt worden? Bin ich Short oder nicht? Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation, denn wenn du das vorstellst, oder wenn ihr euch das vorstellt, ihr geht zu 200 Dollar Short, aber man weiß es nicht, man hat keine Ausführungsbestätigung und die Aktie steigt immer weiter. Was machen wir dann? Ja, es kann sein, die steht 3 Stunden später bei 400, dann bin ich mit 100% im Minus bei so einer Transaktion. Hier mal der GameStop-Chart, dass ihr mal seht, von was ich hier spreche. Insofern ist es brandgefährlich. Also was habe ich gemacht? Ich habe die Order wieder storniert. Das heißt, ich habe versucht, die Order zu stornieren, aber es ging nicht. Dann habe ich einen Hinweis bekommen, rosa unterlegt, Stornierung entgegengenommen, kann aber nicht bestätigt werden. Das heißt, weder die Ausführung noch die Stornierung hat funktioniert. Und das war aber nicht nur bei meinem Broker so, sondern bei anderen auch. Das heißt, ich war komplett im Ungewissen über Stunden und das ist eine sehr, sehr unangenehme Situation, kann ich euch sagen. Und klar, kann man sagen, selber schuld, muss nicht so eine Aktie nicht short gehen. Aber umgekehrt war es ja gleich, auch diejenigen, die die Aktie kaufen wollten, konnten das nicht machen. Und das war alles vor der offiziellen Handelsaussetzung wohlgemerkt. Es ging dann am Ende gut, ich habe die Ausführung gar nicht bekommen, also ist nichts passiert. Aber warum das so war, was da dahinter steckt, das ist sehr interessant, da komme ich gleich noch dazu. Jetzt zuerst mal noch ein Beispiel für unglaubliche Kursanstiege bei Aktien, die in dieser Woche stattgefunden haben. Zum Beispiel gibt es eine Aktie namens COS, die ist aus dem Energiebereich, ja, ein ganz, ganz kleines Unternehmen, eigentlich auch mit großen finanziellen Schwierigkeiten, hohe Verschuldung, aber in der Folge auch eine extrem hohe Shortquote. Und die haben sich die Jungs auf Reddit, auf dem Wall Street Bets und der Forum auch rausgesucht gehabt als Short Squeeze Kandidat. Und ich habe das frühzeitig mitbekommen eigentlich und habe dann auch eine kleine Position bei 9 Dollar gekauft und habe dann voller Freude bei 12 wieder verkauft und am nächsten Tag sogar nochmal einen guten Trade gemacht, wo ich dann bei 14,50 verkauft habe. Aber die Aktie ist dann daraufhin tatsächlich bis auf 170 Dollar gestiegen. Das heißt, wenn du dann natürlich bei 14,50 verkauft hast, dann kannst du dich über den Gewinn überhaupt nicht mehr richtig freuen, weil du denkst, oh mein Gott, ich habe jetzt eine Verzehnfachung verpasst. Das zeigt so ein bisschen auch diese psychologischen Herausforderungen, die man da als Trader manchmal hat. Ich sehe hier diesen Chart von Kost. Die Aktie ist dann wieder genauso schnell abgestürzt, wie sie gestiegen ist. Und also was passiert ist einfach, dass da jetzt immer noch kleinere Aktien gezockt wurden, die dann teilweise sogar noch stärker steigen als GameStop. Am Donnerstag zum Beispiel dann New Concept Energy, US-Kürzel GBR, die sind am Donnerstag an einem Tag im Sage und Schreibe 959% gestiegen hier, der Chart. Und wahrscheinlich wollen jetzt einige von euch sagen, oh Mann, wenn ich nur einmal vorher wüsste, welche Aktie das sein wird.
Das ist natürlich in gewisser Weise auch ein Glücksspiel und ich bin auch wirklich kritisch bei solchen Geschichten. Denn im Endeffekt ist es ja so, da gibt irgendeiner, irgendein Rädelsführer auf dem Forum aus, wir kaufen jetzt die Aktie. Da gibt es ein paar Leute, die steigen als Erste ein, die kassieren dann gut ab. Und diejenigen, die später kommen, ja, die aufspringen, die zahlen oft die Zeche. Denn diese Anstiege sind ja nicht nachhaltig. Deswegen, was ich persönlich halt versuche, ich versuche auch Aktien zu finden, die ausbrechen im Breakout-Trader, in meinem spekulativen Börsendienst. Ich suche einfach nach Ausbruchskandidaten, die nachhaltig ausbrechen, eben weil sie auch fundamental unterbewertet sind. Da muss man viel recherchieren, ja, braucht einiges an Fleiß dafür, aber es macht auch unglaublich Spaß. Und deshalb verbringe ich auch täglich immer eine gewisse Zeit damit, nach solchen potenziellen Ausbruchskandidaten zu suchen. Zum Beispiel haben wir im Breakout-Trader jetzt am Donnerstag die Aktie von Cango, US-Kürzel CANG, kurz nach Handelsbeginn zu 12,80 gekauft. Da war mir einfach aufgefallen, dass die Aktie am Vortag dynamisch angesprungen war und ich habe mir dann die Fundamentaldaten angeschaut und gesehen, dass die eigentlich auch fundamental relativ günstig sind und vor allem noch eine sehr große Beteiligung an dem chinesischen Elektroautobauer Li Auto halten, die fast die Hälfte der Marktkapitalisierung abgedeckt hat. Und ich weiß nicht, warum die Aktie ausgerechnet jetzt so massiv angesprungen ist, aber man kann im Chart schon gut sehen, dass da bereits im November und Dezember die Handelsvolumina bei steigenden Kursen massiv angesprungen sind. Und Statistiken zeigen, dass jetzt auch der Anteil der Institutionellen, also die Institutional Ownership, um über 33% angestiegen ist in den letzten 3 Monaten. Das heißt, da gehen richtig die Fonds jetzt rein in die Aktie und das erhöht dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie eben danach nicht gleich wieder abstürzt. Nicht so, wie das wahrscheinlich bei GameStop der Fall sein würde und auch bei den anderen Aktien, die ich vorher genannt habe. Und insofern sind da einfach die Risiken geringer und deswegen halte ich es auch für viel sinnvoller, in solche Aktien zu investieren, als in diese hochgezockten reinen Short-Squeezes. Und tatsächlich ist diese Kang gestern Kango bis auf 19,60 gestiegen, also um über 50%. Jetzt sind sie am Freitag vorbürstlich, waren sie wieder ein bisschen minus, als ich kurz geschaut habe. Aber es zeigt einfach, was im Markt möglich ist. Und es müssen nicht immer die Zockeraktien sein. Falls euch dieses Breakout-Konzept grundsätzlich interessiert, ich packe euch einfach mal den Link unten in die Beschreibung rein zum Breakout-Trader. Schaut es euch einfach mal an. Wenn ihr euch für, sagen wir mal, diese Art des Tradings interessiert. Jetzt aber zurück zu den Hardcore-Zockern. Viel zu tun hat diese Zockerei eindeutig auch damit, dass es inzwischen möglich ist, quasi Aktien zum Nulltarif zu kaufen, zumindest vordergründig, das muss man ganz klar sagen. Robinhood, ja in Deutschland Trade Republic, den laufen die Kunden einfach in Scharen zu. Und deswegen war es auf den ersten Blick ja umso überraschender, dass jetzt auch Robinhood durch diese ganze GameStop-Geschichte in finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist. Wie kann sowas sein? Als Broker muss Robinhood ja eigentlich profitieren davon, aber als Broker muss Robinhood eben auch eine bestimmte Menge an Eigenkapital als Puffer haben, um für möglicherweise aus dem Handel entstehende Verluste aufkommen zu können. In den USA gibt es hier die Wertpapieraufsicht SEC, die hat die sogenannten Net Capital Obligation, die Netto-Kapitalverpflichtungen herausgebracht. In der EU gibt es die CRR, die Capital Requirements Regulation, und diese Verordnungen haben einfach zum Ziel, den Finanzsektor weniger anfällig für Krisen zu machen, Stichwort Finanzkrise 2008, 2009. Und konkret gibt es da 2 Zwecke, denen dieses Eigenkapital dienen soll, das da unterlegt werden muss. Einmal Eigenkapital für das Marktrisiko, da wird dann nochmal unterteilt in Positionsrisiko, also Risiken von Aktien, Anleihen, Derivaten, Fonds. Dann gibt es ein Fremdwährungsrisiko und ein Warenpositionsrisiko. Das geht dann in den Bereich der Rohstoffe, Rohstofffutures, Rohstoffoptionen. Die eine Seite, warum Eigenkapital vorgehalten werden muss, und dann gibt es aber auch ein Eigenkapital, das vorgehalten werden muss als Puffer für ein gewisses Abwicklungsrisiko. Denn diese ganzen Trades müssen ja abgewickelt werden am Ende, und dazu gibt es die sogenannten Clearinghäuser. Und bei dieser Abwicklung kann es immer wieder zu Verzögerungen kommen, das heißt auch die Clearinghäuser, die quasi das Rückgrat der Handelssysteme sind, können die Broker auffordern, mehr Kapital zu hinterlegen, mehr Eigenkapital zu hinterlegen. Und wir sind jetzt offenbar durch die ganzen Exzesse bei GameStop und Co. in eine Situation gekommen, in der die Clearinghäuser tatsächlich ein deutlich erhöhtes Marktrisiko und auch ein deutlich erhöhtes Abwicklungsrisiko gesehen haben. Und deshalb haben sie jetzt Broker wie Robinhood aufgefordert, mehr Eigenkapital zu hinterlegen, und zwar sehr viel mehr Eigenkapital. Und das geht noch weiter, aber durch diese entstandene Eigendynamik bei GameStop war es so, dass die Broker nicht schnell genug reagieren konnten. Also die haben klar gesagt, das machen wir, aber weil es wohl 2 Tage dauert, bis diese zusätzlichen Sicherheiten tatsächlich bei den Clearinghäusern ankommen,
haben diese wiederum die Notbremse gezogen und haben quasi bei den Brokern direkt angerufen und gesagt, ihr müsst den Handel mit den betreffenden Aktien, also speziell mit GameStop, sofort stoppen, beziehungsweise nur noch zulassen, dass Positionen geschlossen werden dürfen, aber keine neuen mehr eröffnet werden dürfen. So hat es wörtlich der CEO von Webull, das ist ein weiterer Broker, beliebter Broker in den USA, gegenüber Yahoo Finance gestern Abend noch in den USA geäußert. Und das ist also der wahre Grund für die Handelsaussetzung gewesen. Also nichts mit Verschwörungstheorien und so weiter, könnt ihr vergessen. Und nun ist diese Hinterlegung wohl passiert, das Eigenkapital aufgestockt worden. Jetzt kann man die Aktie heute auch wieder handeln, die GameStop-Aktie. Und da geht es um durchaus hohe Beträge, weil Kundengelder dürfen die Broker nicht nehmen. Um sich zu schützen, also muss Robinhood zusätzliche Kreditlinien im Bereich 500 bis 600 Millionen Dollar in Anspruch nehmen und hat zusätzlich eine Notkapitalerhöhung durchführen müssen im Umfang von 1 Milliarde Dollar. Und das ist einiges für ein Unternehmen, das geschätzt 12 Milliarden Dollar wert ist momentan. Und das zeigt, es geht jetzt tatsächlich um die Existenz dieses Brokers. Das ist eigentlich unfassbar. Innerhalb von einer Woche vom absoluten Shootingstar zum Problemfall. Und das alles wegen GameStop. Und das meinte ich eingangs mit dieser Eigendynamik, die hier passiert. Und Robinhood ist natürlich in einer großen Zwickmühle, denn die Kunden sind extrem wütend darüber, ja, dass der Kauf der GameStop-Aktie vorübergehend verboten worden ist. Und laut einer Umfrage auf der Blind-Plattform planen jetzt 76% der Befragten, Robinhood zu verlassen, wenn diese GameStop-Geschichte vorbei ist. Nur 13% haben sogar gesagt, sie sind schon zu einer anderen Plattform gewechselt. Und nur 11% haben gesagt, sie wollen bei Robinhood bleiben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie repräsentativ diese Umfrage ist, aber es ist schon erstaunlich, denn Robinhood hat ja für 2021 auch eigentlich seinen Börsengang geplant. Und was nun passieren könnte, ist, dass dieses IPO zumindest verschoben werden muss. Und wenn tatsächlich eine so große Anzahl an Kunden aus Wut Robinhood verlässt, dann kann das ganze Geschäftsmodell in Gefahr geraten. Und wirklich rational ist es nicht, das muss man auch ganz klar sagen. Denn andere Broker und Direktbanken, die haben ja das gleiche Problem gehabt. Die haben den Handel auch vorübergehend eingestellt. Und Trade Republic zum Beispiel in Deutschland, aber auch normale Direktbanken, Consors unter anderem, auch die haben dann eine Art Shitstorm gekriegt auf Twitter für diese Aktion. Aber die mussten im Prinzip das Gleiche machen. Und die spannende Frage, die bleibt jetzt natürlich, wie geht das Ganze aus? Und ich denke, es wird zunächst eine Hängepartie geben. Robinhood lässt jetzt Stand Freitagmittag den Handel mit GameStop wieder zu, haben aber bereits angekündigt, wenn es wieder irgendwie krasse Ausschläge gibt, dann werden sie entsprechend wieder Maßnahmen ergreifen. Das heißt, wahrscheinlich werden sie dann wohl wieder den Handel einstellen und so weiter. Und oder Käufe werden auch begrenzt jetzt, das heißt, es wird nur eine bestimmte Anzahl von Käufen zugelassen, keine Ahnung, wie das dann direkt abgehandelt wird, also ziemlich diffizil die ganze Geschichte. Und was ich aber bisher nicht so verstehe, ist eigentlich, warum macht GameStop keine große Kapitalerhöhung? Man könnte jetzt angesichts dieses riesigen Interesses an der Aktie ein sogenanntes At-the-Market-Placement machen, das heißt, einfach neue Aktien ausgeben und die sofort in den Markt verkaufen. Da wird man die Zahl der ausstehenden, der frei handelbaren Aktien damit erhöhen. Das sind gerade 70 Millionen Aktien ungefähr, die es gibt bei GameStop. Macht man eine 10%ige Kapitalerhöhung, wurden 7 Millionen Aktien emittiert, neu in den Markt kommen. Und wenn GameStop die, sagen wir mal, zu 200 Dollar unterbringt, dann könnte GameStop auf einen Schlag 1,4 Milliarden Dollar an Cash einnehmen. Damit könnten sie sämtliche Schulden tilgen, die sie haben, das Filialnetz zusammenstreichen und einen eingeschlagenen Weg Richtung Digitalisierung zum Beispiel verfolgen. Das heißt, das könnte tatsächlich die Rettung für das Unternehmen bedeuten. Und ein weiterer positiver Effekt ist wahrscheinlich auch den Kurs unter Druck bringen, weil einfach das Angebot an Aktien wieder stark steigt. Die gehen ja dann in den Markt, diese Aktien, diese 7 Millionen als Beispiel. Das Angebot wird nicht mehr so verknappt, die Situation wird sich entspannen und insofern wird es natürlich auch den Shorties im Prinzip zugutekommen, ja, weil ein geregelter Ausstieg aus der Aktie möglich ist. Also Fazit, es musste was geschehen, das Handelssystem insgesamt drohte zusammenzubrechen durch diese GameStop-Geschichte. Die Risiken waren auch für die Broker selber extrem gestiegen und die wurden direkt von den Abwicklungshäusern aufgefordert, mehr Eigenkapital zu hinterlegen. Und das ist eben das, was wichtig ist zu verstehen. Die Broker mussten, ja, sie mussten den Handel einstellen bzw. die Käufe untersagen. Andererseits wären sie selber Gefahr gelaufen, ihre Lizenz zu verlieren bzw. wären sogar insolvent gegangen, weil sie einfach die vorgeschriebenen erhöhten Eigenkapitalanforderungen nicht mehr hätten bedienen können. Da kann man natürlich das ganze System kritisieren, kann man machen, ganz klar. Aber das jetzt allein auf die Broker selber zu schieben oder die zu beschuldigen, halte ich nicht für richtig. Wie sieht meine Prognose aus? Am Ende denke ich, dass
GameStop gerettet werden wird, weil sich viele neue Aktien ausgeben werden früher oder später und so viel Cash einnehmen werden. Aber gerade deswegen wird die Aktie auch wieder massiv zurückkommen früher oder später, denn es werden dann eben auch mehr GameStop-Aktien frei handelbar sein und die verbleibenden Shorts werden nicht mehr rausgesqueezed werden. Die große Frage, die noch offen ist aber, die ist natürlich, wie stark wird das Ganze letzten Endes Robinhood und den ganzen Neo-Brokern schaden? Und wenn es hier irrationalerweise ja wirklich zu einem Massenexodus kommt, sprich die Kunden in Scharen Robinhood verlassen, dann ist der Börsengang extrem gefährdet oder wäre der Börsengang extrem gefährdet und im Extremfall sogar das ganze Unternehmen und es würde dann eventuell auch auf Europa ausstrahlen, vielleicht auch den Erfolg von Trade Republic gefährden sogar. Das ist sehr, sehr weit vorgegriffen und um drei Ecken gedacht, kann auch anders kommen, aber ich denke, man sollte sich schon mal grundsätzlich auch den Hintergrund des Ganzen ansehen, wie es eigentlich möglich ist, dass Robinhood diesen gebührenfreien Handel ermöglicht. Was läuft da eigentlich, wenn Robinhood Kundenorders an sogenannte Hochfrequenz-Trader wie Citadel weiterleitet, die Robinhood dann dafür wieder bezahlen? Payment for Order Flow nennt sich das Ganze. Absolut legal alles, aber nicht unumstritten zu Recht. Das Ergebnis ist nämlich am Ende, dass die Kunden oft schlechtere Ausführungskurse erhalten, als wenn die Orders direkt an die Börse geroutet wurden. Quasi aus der einen Hosentasche geht vielleicht mehr Geld rein, weil man weniger Gebühren zahlen muss, aber aus der anderen Hosentasche fließt es dann wieder ab, ja, weil oft ist halt dann sogar so, dass speziell wenn größere Summen investiert werden, die finanziellen Nachteile durch diese schlechteren Ausführungskurse, die man möglicherweise erhält, weit schwerer wiegen, was die Kosten betrifft, als das, was man umgekehrt an Gebühren wieder einsparen kann. Also hier ist unbedingt mehr Transparenz nötig bei dem Ganzen. Aber insgesamt eine hochspannende Geschichte. Ich rate euch dazu, dass ihr bei GameStop komplett außen vor bleibt. Kurzfristig ist die Kursentwicklung absolut unberechenbar, aber ich bin wirklich gespannt, welche Eigendynamik das Ganze noch weiterentwickelt, wie man das Ganze in den Griff bekommt. Meine Prognose dazu habt ihr jetzt gehört. Ich werde die Thematik natürlich auch hier auf meinem Aktienkanal weiter verfolgen. Klickt einfach unten auf den Abonnieren-Button, aktiviert das Glöckchen und ich halte euch über diese Thematik auf dem Laufenden, wenn es sein muss, wenn es dramatische Entwicklungen gibt, so wie aktuell, auch außerhalb der normalen Veröffentlichungszeiten. Wir kommen ja immer mittwochs und sonntags mit neuen Videos, heute jetzt am Freitag aus diesem Grund schon. Und in dem Sinne deswegen euch ein schönes Wochenende, passt gut auf euer Geld auf, es ist wirklich krass, was da abgeht und unterschätzt die Gefahren nicht und ich bleibe weiter an eurer Seite. Bis dahin, wir sehen uns spätestens am Mittwoch wieder, macht's gut, ich bin Armin Brack. Ciao, ciao.